Mein Name ist Robert Heinecke, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Breeze Technologies. Wir haben jetzt schon sehr viel darüber gehört, über das Thema Wärme. Wir haben viel über das Thema Klimaschutz, Klimawandel gehört. Was das Ganze mit dem Themenkomplex Luftverschmutzung und Luftqualität in unseren Städten zu tun hat, dazu möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Ganz kurz, Breeze Technologies, wir sind ein Hamburger Startup, 20 Mitarbeiter, 8 Jahre alt, mit Projekten in 11 Ländern mittlerweile, also sind auch einer der Marktführer im Bereich Luftqualitätsmonitoring und Management für Städte, arbeiten auch viel mit Stadtwerken und anderen Utilities zusammen. Und das Ganze kommt im Prinzip aus einer Motivation. Ich war 2014 in Istanbul, habe dort gelebt und gearbeitet und bin dort zum ersten Mal wirklich mit dem Thema Luftverschmutzung konfrontiert worden. Es war teilweise so schlimm, dass man die andere Straßenseite kaum noch sehen konnte, was dann im Umkehrschluss natürlich auch bedeutet hat, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, als ich dort war und jeden Tag im Prinzip das Smog-Drama draußen vor der Haustür mit ansehen musste. Was ich gefunden habe, hat mich schockiert. Nicht nur, dass Städte wie Peking, Städte wie Mumbai oder eben auch Istanbul große Probleme mit der Luftverschmutzung haben, aber auch hier in Deutschland haben wir diverse Städte, die Probleme haben mit der Luftverschmutzung. Und was man sich vor Augen führen muss, ist, dass Luft wirklich auch eines der Grundlebensmittel für den Menschen ist. Wir können drei Wochen circa ohne Essen überleben, wir können 3 Tage ohne Wasser überleben und nur 3 Minuten ohne frische Luft. Das heißt, wenn man sich mal die menschliche Bedürfnispyramide anschaut, ist die gesunde und atembare Luft wirklich so das grundlegende Etwas, was wir brauchen. Was am Ende auch heißt, dass wenn die Luft eben nicht sauber ist und wenn wir Luft einatmen, gegen die wir uns übrigens ja auch nicht wehren können wirklich, die verschmutzt ist, dass es diverse auch gesundheitliche Effekte auf uns hat. Die Folie ist jetzt natürlich sehr klein von der Schrift, die findet ihr aber auch, auch bei uns auf der Website, wenn euch das interessiert. Was das Ganze nur ausdrücken soll, ist, dass diese ganzen Luftschadstoffe, über die wir normalerweise sprechen, auf alle Organe in unserem Körper Auswirkungen haben. Von der Fruchtbarkeitsrate über die kognitive Leistungsfähigkeit bis hin auch zu langfristigen Themen wie Krebs oder Kreislauferkrankungen, die eben auch durch Smog befördert werden. Daneben ist es auch so, und da mache ich wieder die Schleife zurück zum Thema Klimawandel, dass viele von diesen Luftschadstoffen, wie zum Beispiel Nummer 3 der anthropogenen Treibhausgase Ozon, auch Klimaschadstoffe sind. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema Klimaschutz befassen, müssen wir uns auch immer mit dem Thema Luftqualität und Luftverschmutzung befassen. Macht natürlich auch Sinn, denn wenn ich das, was ich emittiere, an Schadstoffen reduziere, verbessere ich nicht nur meine Klimabilanz, sondern kurzfristig verbessere ich eben auch die Luftqualität im Umkreis von den Emittenten. So, lange Rede vorher. So sehen heute Luftmessnetze aus. Also das ist jetzt die Luftmessstation zum Beispiel von der Stadt Hamburg in der Stresemannstraße oder Max-Brauer-Allee, jedenfalls eine von den beiden Straßen, wo auch die deutschlandweit ersten Dieselfahrverbote implementiert wurden. Und wie man sieht, das ist eine sehr große Station, da steckt sehr teure Technik drin, das ist sehr komplex. Und weil es so groß und teuer und komplex ist, können Städte sich eben auch sehr wenig bisher davon leisten. So sieht das in Hamburg aus. Hamburg, eine Stadt mit über 1 Million Einwohner, hat 15 Luftmessstationen, knapp 2 Millionen Einwohner in der Metropolregion auf einer Fläche von 755 Quadratkilometern. Das heißt, überall, wo man jetzt keinen Punkt sieht, weiß die Stadtverwaltung und weiß auch der gemeine Bürger im Prinzip gar nicht, wie es um die Luftqualität beschaffen ist. Und genau das ist es, was wir ändern wollen. Das heißt, wir wollen weg von den großen, teuren, sperrigen Messstationen und diese im ersten Schritt erstmal ergänzen mit kleinen und kostengünstigen Sensoren. Und da kommen dann auch die Stadtwerke ins Spiel. Ich habe jetzt heute leider kein Stadtwerk dabei, aus unserem Kundenkreis keiner, wir haben viele Kunden im Süden auch von Deutschland, da wollte jetzt keiner die große Anreise machen, aber ich habe ein Beispiel von einem unserer ältesten Kunden, die Stadt Neckarsulm dabei, die jetzt mittlerweile schon seit vielen Jahren mit uns zusammenarbeitet. Und was wir dort gemacht haben, das ist jetzt übrigens auch ein Bild von einem der Sensoren in Neckarsulm. Die Stadtverwaltung hat diverse Anfragen bekommen aus der Bevölkerung, wie sieht es denn aus mit der Luftqualität in unserer Stadt. Und da die Stadt Neckarsulm jetzt eine Stadt ist mit circa, ich glaube, 20.000, 30.000 Einwohnern, ist sie nicht verpflichtet gewesen und ist auch das Landesministerium nicht verpflichtet gewesen, dort eine eigene Luftmessstation aufzustellen. Das heißt, die Stadt war im ersten Schritt erstmal gar nicht auskunftsfähig, zu sagen, wie es denn mit der Luftqualität tatsächlich beschaffen ist. Daraufhin wurden wir angesprochen von der Stadtverwaltung,
ob wir nicht ein Konzept entwickeln können, wie man die Luftqualität im Stadtgebiet langfristig messen und verbessern kann. Das heißt, im ersten Schritt haben wir uns dann mit der Stadtverwaltung zusammengesetzt, haben geguckt, was möchte man überhaupt erreichen, was gibt es vor Ort für Gegebenheiten, haben dann gemeinsam ein Konzept erarbeitet, wo im Stadtgebiet sollte man überhaupt erstmal die Luftqualität messen, um ein repräsentatives Bild der Stadt zu generieren. Haben dann dort insgesamt 10 Standorte ausgewählt, wo wir Luftsensorik installiert haben, die auch verschiedene Parameter messen. Das heißt, wenn wir über Luftqualität sprechen, messen wir natürlich einmal das lokale Klima, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wir messen Kohlenmonoxid, wir messen Feinstaub, wir messen die Stickoxide, Ozon, Ammoniak, Schwefeldioxid, flüchtige organische Verbindung und viele andere Themen. Das heißt, so alles, was die Weltgesundheitsorganisation letztendlich als Luftqualität betrachtet. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass die Stadt Neckarsulm, wie gesagt, mit ca. 30.000 Einwohnern quasi genauso viele Luftmessstationen jetzt unterhält wie die Stadt Hamburg mit 1,8 Millionen Einwohnern. Und auf Basis dieser Daten ist die Stadtverwaltung dann natürlich auch in der Lage, diverse Dinge zu tun, die ohne sie nicht möglich wären. Im ersten Schritt erstmal die Daten kommen in Echtzeit von diesen Sensoren. Der Sensor ist übrigens dieser kleine Kasten hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Das ist im Prinzip nur die Stromversorgung dafür, die im Prinzip eigentlich größer ist als der Sensor selber. Die Daten kommen in Echtzeit auf eine zentrale Plattform, wo sie dann für die Stadtverwaltung, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger nach einer Qualitätssicherung abrufbar sind. Für die Bürgerinnen und Bürger auch immer nur das, dann, wenn das gewünscht ist. Und wo man dann eben auch in Echtzeit auf zum Beispiel eine unvorhergesehene Situation, was die Luftverschmutzung angeht, reagieren kann. Als Kommunikationsstandard kommen dabei diverse Themen in Frage. Auf der einen Seite haben wir natürlich LoRa, was auch häufig dann von den Stadtwerken vor Ort gestellt wird. Man kann aber auch Themen wie NB-IoT oder 5G verwenden oder aber auch städtisches WLAN, wenn es denn vorhanden ist. Die Daten kommen dann, wie gesagt, in einer zentralen Plattform zusammen, wo dann auch die Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter und die Fachexperten aus der Stadtverwaltung auf sie zugreifen können, Analysen fahren können. Wir haben dort ein Expertensystem, eine BI-Software, für Luftqualitätsdaten entwickelt, wo man das dann eben auch im Kontext setzen kann, zum Beispiel mit den europäischen Grenzwerten, wo man sich Time-Series-Analysen ziehen kann, um zu schauen, wie entwickelt sich denn auch die Luftverschmutzung über die Zeit? Gibt es bestimmte Wochentage? Gibt es bestimmte Uhrzeiten, wenn die Luftverschmutzung besonders gut oder schlecht ist, um dann eben auch darauf basierend gezielt Maßnahmen durchführen zu können? Und im Prinzip explizit dieses Thema der Luftreinheit und Maßnahmen ist dann auch der zweite Schritt, auf den wir uns spezialisiert haben. Wir füttern dann mit den Daten, die wir erfasst haben, eine künstliche Intelligenz, die im Prinzip auf einer Datenbank von über 3.500 Luftreinheit und Maßnahmen und Erfahrungen, wie diese Luftreinheit und Maßnahmen in der Vergangenheit in anderen Städten funktioniert haben, also wie groß der Effekt letztendlich war, wie viel Prozent weniger Stickoxide, wie viel Prozent weniger Ozon und so weiter nach Durchführung der Maßnahmen in der Luft war. Auf Basis dieser Erfahrungsdaten kann unsere KI dann vorhersagen, welche Luftreinhaltemaßnahmen funktionieren denn besonders gut, um jetzt dort vor Ort in der speziellen Situation zum Beispiel den Stickoxidanteil, zum Beispiel den Ozonanteil und so weiter in der Luft zu reduzieren. Das heißt, es sind dann am Ende getailerte Maßnahmen zur Luftreinhaltung für die konkreten Standorte vor Ort, wo dann natürlich auch wieder Themen, die Stadtwerke betreffen können, mit reinspielen können. Das haben wir auch mit der Stadtverwaltung in Neckarsulm gemacht. Mittlerweile auch zum zweiten Mal, dass so ein Luftreinhalteplan fortgeschrieben wurde, haben dort auch signifikante zweistellige Prozente an Luftqualitätsverbesserung erzielt auf Basis der Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben und die dann umgesetzt wurden. Teilweise auf Basis der Maßnahmenvorschläge dann auch mit Förderung von den Ministerien. Das heißt, wenn man dann einen konkreten Vorschlag hat, kann man das dann auch zum Anlass nehmen, um zum Beispiel für Elektrobusse oder Ähnliches nochmal Fördermittel zu beantragen. Und wie gesagt, die Stadtverwaltung stellt diese Daten auch für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung über Portale, die wir auch zum Teil zur Verfügung stellen können. Das Ganze ist natürlich am Ende mit viel gesellschaftlichem positivem Impact verbunden. Auf der einen Seite schafft es mehr Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und ermöglicht diesen auch, sich zum Beispiel zu schützen, wenn sie besonders betroffen sind, zum Beispiel als Asthmatiker oder als ältere Menschen oder andere chronisch Kranke, die besonders von Luftverschmutzung betroffen sind. Auf der anderen Seite hilft es auch eben, positiven Wandel zu ermöglichen, dadurch, dass eben konkrete Maßnahmen auch empfohlen werden können. Und im dritten Schritt bauen wir eben auch Momentum auf, weil alle Städte voneinander lernen können, von ihren Erfahrungen gegenseitig lernen können,
was dann auch wieder mit den sozialen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die wir hier auf der linken Seite haben, verbunden ist. Alle die Ziele, die hier links abgebildet sind, haben auch übrigens einen direkten Bezug zum Thema Luftqualität. Das Ziel 11, Sustainable Cities and Communities, da gibt es zum Beispiel einen Indikator, Verringerung der Feinstaubwerte in unseren Städten, was dann natürlich damit, dass die Lösung implementiert wird, erstmal messbar gemacht wird und im zweiten Schritt zählt das auch direkt durch die Maßnahmen dann auf das Ziel ein. Genau. Neben Neckarsulm arbeiten wir natürlich auch mit vielen anderen Kunden und Partnern zusammen. Hier ist eine kleine Auswahl davon. Da sind auch große internationale Organisationen dabei, wie die EU. Da sind Hauptstädte dabei, wie Vilnius, aber eben auch viele kleinere Städte, wo wir dann häufig auch mit den Stadtwerken zusammenarbeiten. Noch ein kleiner Exkurs. In den USA haben wir jetzt ein Waldbrandthema. Wir verwenden die Luftdaten, auch um Waldbrände in Echtzeit zu erkennen. Und dort ist das im Prinzip auch explizit ein Thema für die Utilities, weil gerade in Kalifornien gab es mehrere Gerichtsurteile, wo Utilities auch haftbar gemacht wurden für Brände, die entlang der Übertragungslinien entstanden sind. Das heißt, wenn man dort vor Ort dann ein System hat, was einmal Luftqualitätsdaten für die Stadt erfasst, wo die Stadt auch bereit ist, einen gewissen Obolus für zu bezahlen, aber gleichzeitig auch eine Absicherung ist gegenüber einem Brandrisiko, ist das natürlich positiv auf beiden Seiten. So, Abschlusswort, wir suchen aktuell weitere Partner, auf der einen Seite im Bereich Infrastruktur, was auch Netzwerke angeht, LoRa, Infrastruktur in dem Sinne. Die Sensoren müssen natürlich auch irgendwo installiert werden, zum Beispiel an Straßenlampen. Und im dritten Schritt, die Stadtwerke vor Ort sind häufig auch diejenigen, die im Smart City-Kontext Strategien entwickeln, umsetzen und dann eben auch die Rollouts machen. Und da sind wir natürlich gerne mit dabei. Auf unserer Website gibt es noch weitere Informationen zum Thema Luftqualität. Da haben wir einen eigenen Academy-Bereich dafür. Und wenn das Ganze auf Anklang findet. Luftqualität ist Lebensqualität, wie gesagt. Und wir sehen es definitiv als Teil der digitalen Daseinsvorsorge, auch für die Bürgerinnen und Bürger in unseren Städten. Dann nehmen Sie mich doch gerne Kontakt mit uns auf oder sprechen Sie mich jetzt direkt danach an. Vielen Dank.